wir werden zusammenräumen und wir kommen vorbei. Die Bayern. So, jetzt haben wir hier das perfektionierte Grauen. So, auf geht's, wir haben 8.40 Uhr. Der Lagerplatz ist geräumt und jetzt geht es weiter in den Main runter. Oh, dass ich auch immer drauf bin, es fällt mir nur nicht ein, was ich Schlaues erzählen könnte. Ja. Also das kann ich sagen, ist, die Nächte werden immer wärmer. Jetzt habe ich schon meine Nacht aus dem Schlafsack rausgemusst, weil es einfach zu heiß geworden ist, da innen drin. Das erste Schiff des Tages, die Schifffahrtspolizei. Oben hat sie, glaube ich, Strompolizei genannt. Das erste Frachtschiff des Tages ist die Lenke. So, und der Werder-Fan. Werder Bremen. Naja, ich weiß noch, was ich erzählen könnte. Ja, ich habe jetzt die Grenze überschritten. Von Franken zu Hessen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also in Aschaffenburg waren ja echt, was Corona angeht, scharf wie Nachbars Lumpi. Schärfer ging es dann nicht mehr. Und ich schätze mal, wenn ich jetzt hier zum Einkaufen gehe und mit einer Zweiermaske daherkomme, die werden vermutlich jetzt schon vom Gesicht gerissen. Also noch ist so, rechts Bayern, links Hessen. Noch 72 Kilometer von dem Main in den Rhein. Einmal sind in Hessen und Bayern Panzerrampen. Und wo ich gedacht hätte, in Hessen würde leicht das Atemschutzgerät reichen, nein. Auch hier braucht man überall das schwere Atemschutzgerät. Pause beendet in Seligenstadt, was glaube ich. Auf hessischer Seite. Ja, und weiter geht's. Jetzt bin ich gut gestärkt. 4 Fleischküchlersemmel in die Kiemen gejagt. Und jetzt geht's los. Den Rhein entgegen. Ist gar nicht so leicht, da ranzukommen. Kanada-Gänse-Kolonie.
Winzen. Das ist ein Haufen von Kanada-Gänsen. Und noch ein paar Entlein. Okay, meine Entlein sind Nilgänse. So kann man sich täuschen. Eine Kanada- und Nilgans-Entenkolonie. Eck nicht gesehen. Da hast du wieder Schleuse. Hier werde ich gerade von dem großen Sportboden durchgeschüttelt. Ich habe echt was freigeschnitten, dass man einen Blick aufs Dorfzentrum sehen kann. Angekommen an der Schleuse und da habe ich einen schönen breiten Ausstieg. So, so geht zu und diesmal ausnahmsweise schleuse ich mal andere. Das ist ganz interessante Paddel, kannst du mal kurz hochheben. So, mit Haken und Griff hier unten zum Schleusen. Ein schöner Einstieg, schön breit. Ja, schöne Wasserfälle. Alles nicht Hochwasser geschuldet. Ich glaube, in dem Wehr ist kein E-Werk drin. Da ist wohl die Fallhöhe zu gering. Und weil kein E-Werk drin ist, hat hier auch keine Fischtreppe. Kann man nur hoffen, dass die Fische es kapieren, dass sie durch die Schleusen durch müssen. So, jetzt lassen wir die Kanada-Gänse passieren, gemütlich. Wenn ich nur treiben, kommt auch immer näher. Bisschen Beeilung da vorne. Hopp, 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 hopp. Und Kanada-Gänse braten. So, das Teil hier hat so gerade die richtige Größe für mich. Wir können ein Schiff beladen. Nehmen wir an mit Kohle. Ich kann natürlich von der Entfernung jetzt nicht wirklich sagen. Irgendwie bin ich heute müde. Jetzt gönne ich mir erstmal ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk.
Ne? Wir hatten einen Frachterstau. Zwei Stück stehen einfach da. Vielleicht war eine super breite Bergauffahrer entgegen, der vorbeigelassen werden muss. Okay. Da ist die Schleuse. Deswegen. Warte ich noch. Ich bin auch schon, ich bin nicht so ein super Egoist wie die Speedbootfahrer vor mir. Die war eine Minute vorher mir am Drücker. Ja. Und die haben erstmal geschleust. Ich hätte nur reinfahren müssen noch kurz. Hätte ich runterfahren können, aber nein. Okay, wenn wir nur rausgehen, was eine Warschau-Regelung ist. Ist ja hochinteressant. Ich glaube, bis dahin komme ich heute eh nicht. Das ist nicht mal eine breite Treppe. Also man merkt schon, hier im Unterteil nimmt der Schiffsverkehr ein bisschen zu. Hier hat Stau von Schleusen. Da wartet schon wieder einer. Ich habe vergessen zu filmen, bevor ganz was Peinliches passiert. Da hatte ich die Spitze da drin eingeklemmt und war nicht mehr zu befreien. Da habe ich wieder füllen müssen, die Schleuse ein bisschen. Und das blaue Seil ist etwas arg elastisch. Da ging es nicht so leicht, sich hinzusetzen und gegenzudrücken. Dieses Seil geht einfach sehr stark nach. Die Schleuse hat es in sich gehabt. Die eine Möglichkeit, mein Kajak da rauszukriegen, war das vom Wind rückwärts raus. Hat sich gedreht, kurz vom Ausgang. Und da hat mir eins geholfen, das ist rückwärts raus. Allein vom Wind. Ja, auf jeden Fall hat mich dieser super lange Aufenthalt durch diese egoistischen Speedbootfahrer, haben wir irgendwie gut erholt. So, jetzt muss ich Obacht geben, dass ich hier auf keinen Riff laufe. Vielleicht soll ich doch jetzt wissen, was das Warschauer Abkommen bedeutet. Das Belgrad, da weiß ich ja, auf der Donau. Da darf ich zur Donau mit meinem Cannabisbaum und meinem Eimer verschützt richtig prahlen. Weil was auf der Donau transportiert werden wird, darf nicht konfisziert werden. Laut Belgrader Abkommen. Das ist eine Strecke, wo man richtig Obacht geben muss. Hier fliegt ein Display nur so um die Ohren. Also muss man sagen, hier neben dran hat echt gemeine Untiefen. Hoffe ich prallt so einer von meinen neuen besten Freunden dagegen. Ich habe sie seine Schleuse gefressen. Leider halten die sich bisher immer an die Fahrrinne. Die Chancen sind gering. Da ist schon ein zweiter Motorschaden. An dieser Weise ist ein Motorschaden, wenn der Mann über Bord schreit, ich reagiere nicht. Ja, das ist ein riesengroßer Sportboothafen. Und die Hälfte ist schon hinter mir. Oh, ich bin heute am Campingplatz Mainkur. Jetzt gehen wir versuchen, ob ich es schaffe zu zoomen. Ich sehe schon ein bisschen die Skyline von Frankfurt. Toilettenanlagen. Und da gehe ich dann jetzt mein Zelt aufstellen.